Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von FitzBees Infinity Evolved Skyblock Expert Mode zusammen mit dem lieben Lemon Freak. Hallo und auch mit dem lieben Zellanz. Hallöchen, ja. Letztes Mal haben wir uns die Bauer Junction angeguckt hier und den Induction Smelter gebaut. Und mit dem Induction Smelter möchte ich heute gerne weitermachen. Denn mir ist ein Riesenproblem aufgefallen. Die Dinger hier fressen scheinbar immer Strom. Ergo werde ich das jetzt so wegreißen. So. Na, klappt das? Ja. Power ich den jetzt? Nee. Hä, warum kommt hier denn keine Energie zustande? Oder wird das jetzt... Ach, warte. Von Immersive Engineering. Ja, also die Speed-Up-Folge, die kommt jetzt noch nicht. Die kommt erst nächste Folge. Aber wenn wir es bis dahin schaffen. Da geschmissen. Keine Ahnung. Brauchen wir halt fix neue. Ja, pff. Ist ja nicht wirklich dramatisch. So, ich glaube, mit denen kann ich nämlich die Verbindung hier kappen, oder? Genau, geil. Geht sogar. Hier sind die Hubs. Dann kann ich jetzt nämlich den hier dran lassen einfach. So. Und der kriegt Strom. Jetzt brauchen wir... Ach, verdammt, ich brauche ja noch einen Pulverizer. Muss ich ja vorher noch bauen. Pulverizer. Der braucht wieder... Oder der braucht zwei Kupfergears. Die haben wir sogar. Der braucht ein Piston. Den haben wir bestimmt auch irgendwo noch liegen. Genau. Der braucht zwei Flint. Die haben wir drüben liegen. Und eine Redstone-Coil. Und natürlich ein Basic Machine Frame. Deswegen ich das Ding auch gebaut habe. Ja, und währenddessen macht Mike weiterhin die Kinetic Dynamos. Was wieder mal 10 Jahre dauern kann. Ja. So, das heißt, wir haben jetzt auch einen Pulverizer. Ja, also wenn man mit Shift-Linksklick hier drauf macht, dann kann man hier alles rausnehmen. Das sind die Ein- und Ausgänge, die man hier einstellen kann. Das wird aber alles noch ein bisschen... ja, thematisiert nenne ich es jetzt einfach mal, wenn wir die Fix aufbauen. Was halt nach dem Umzug sein wird. Also, wir brauchen hier... Golden Chipsets brauchen wir. Und wir brauchen... Crafting Provider Logistik? Nein. Doch, Provider. Provider bietet an... Genau. So. Da brauchen wir jetzt nämlich normale Pipes und Gold Gears. Haben wir hier noch Gold drin? Nee, das ist Elektrum. Und jede Menge Silber. Oh, das ist doof. So. Dann gieß jetzt erstmal hier aus. Und dann kommen die gleich. Erstmal muss ich da jetzt für sorgen. Machen wir mal 10 Stück. Und zwar 10 Golden Chipsets. So. Jetzt muss ich mal kurz die abklemmen. Und die anklemmen. Gut, wie viel kosten die? 400.000. Ja. Gut, das kann seine Minute dauern. Wir machen auch Strom minus. Das heißt, wir produzieren nicht ganz 80 RF pro Tick. Das ist schade. Aber gut, das heißt, das Zeug läuft schon mal. Dann brauche ich Glas und Cobblestone und Diamanten. Warum auch immer wir hier sogar schon Cobblestone Transport Pipes haben. So, oh, das waren viel zu viele. Ich hoffe, ich habe irgendwo noch Glas. Ja. Ach, hier sind auch noch welche. So, dann brauchen wir zweimal die. Das heißt, ich kann da jetzt schon mal die normalen bauen. Dann brauchen wir noch Redstone Torches.
sag ich mal. Ja, doch, 16 Stück von. Werde ich schon irgendwann mal gebrauchen. Dann brauche ich noch Hardened Glass. Das ist Obsidian und Lead. Lead haben wir hier noch ein bisschen, aber ist auch nicht mehr so viel. Kann ich hier mal reinhauen. So. Dann kommt das schon mal in die Smeltery rein. So, und jetzt brauche ich jede Menge Obsidian. Vielleicht sollten wir das auch mal automatisieren. Was muss ich da nochmal reinlegen? Stimmt, ein Wasser-Ding muss ich da noch reinlegen. Ach komm, wir automatisieren das einfach kurz. Auch wenn wir das wieder abreißen werden, nächste Folge. Bist du noch da, Mike? Ja, ja. Gerade nur. Bauen. Du tust so, als ob du dich konzentrieren könntest. Oder als ob du denken könntest, so rum. Muss leider denken, weil sonst macht's keiner. Ja, ganz schlimm sowas. So, und wir haben eine automatische Obsidian-Produktion, Mike. Ach, das Ding. Unten muss Stahl hin, oder? Ach. Genau, unten muss Stahl hin. Kein Miet. Stahl. Ja, immer noch hier hinten. Nein, da nicht. Ach, das war da. Genau. Weiter. So, dann muss ich jetzt nochmal Gold einschmelzen. Ist da noch Gold drin? Ja, 16. Das sollte reichen. Für ein paar Goldgears. So, was macht die Obsidian-Produktion? 8 Stück schon. Wow. Ich weiß gar nicht, wie viel kriege ich denn da raus. Geht jetzt wieder nicht. Warte. Jetzt. Unten muss 3 Stahl hin. Das ist Refined Iron, was angezeigt wird. Nicht normales Iron. So. Kriege ich sogar recht gut was bei raus. Das ist jetzt. Gut. Ja, also Mike, ich erkläre dir die Maschinen, die hier stehen, auch nochmal später im Detail. Wir haben die 2 beiden. Stück. 2? Passt. Ja, dann kannst du anfangen, die ganzen Drawer hier leer zu machen. Dann mach erstmal mein Inventar leer und wir leer. Bauen wir noch eine Kiste. So, ein Chipset ist schon mal fertig. Die sind fertig. Schmeiß einfach irgendwo rein. Wir haben nicht mehr wirklich eine Sortierung, leider. So. Und ich glaube, Provider war doch... Attach, sends a stack of items into the network on request. Okay. Ach nee, gar nicht mal. Gibt's nicht hier irgendwo diese besseren Logistik-Pipes? Request. Da, Logistik-Chassis, die habe ich gesucht. Da brauchen wir einen MK2 für. Achso, warte mal, das brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Doch, alles hier wegreißen, bitte. Und dann alles wieder darüber rein. Genau, alles kann da drüben rein. Wenn du irgendwas nicht mehr reinkriegst, dann sag Bescheid, dann müssen wir da ein bisschen nachhelfen. Also, wir brauchen jetzt ein MK2 und wir brauchen 3 MK1er. Dann haben wir die schon mal. Dann brauchen wir eine Supplier Card. Ne, wir brauchen 3 Extraktor-Module. Ah, verdammt, wir brauchen Papier. Haben wir irgendwann mal Sugarcanes gekriegt oder so? Haben wir sogar einen einzelnen. Klasse.
Das bringt ja total viel. Scheiße, da habe ich gar nicht dran gedacht. Kacke. Hab da ausgeleert. Ups. Ist egal, die können komplett weg auch. Scheiße. Gut, ich brauche auf jeden Fall auch noch Iron Gears auch noch. Ach du Scheiße. So, das kommt weg. Dann bitte die 32 Eisen zu Zahnrädern. Ja, das geht. So, jetzt wollte ich mir ein Bucket holen. Ach, ich habe ein Bucket im Inventar, ich Idiot. So. Denn wir brauchen hier natürlich jetzt. So. Okay, leer. Ja, dann kannst du wegreißen. Achso, du hast dein Inventar da entleert. Ja. War da echt gar nicht mehr so viel drin? Naja, gut, wobei, wenn du den ganzen Inventar leer machst, dann geht das ja. Gut. Warte, wie war denn das nochmal? Ich muss da jetzt ein... was für Karten muss ich da denn jetzt noch reinpacken? Auf jeden Fall brauche ich Extractor. Also wir brauchen definitiv Bone Meal. Verdammt, wo kriegen wir Papier? Gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, an Papier ranzukommen? Über Wood Chips. Mike, du musst vorher nochmal eben bitte was anderes machen. Die Pipe kannst du auch mit wegreißen. Du müsstest nochmal ein paar Bäume pflanzen. Und das Holz mit einem Hammer abreißen. Daraus kriegen wir nämlich Papier. So, jetzt wollte ich Eisen mal eben holen. Bevor ich wieder dumm im Kreis laufe. Und ja, ich bin leider noch ein bisschen krank. Wohl eher im Kopf. Ja, gut, das sowieso, aber das zählt, tut jetzt nichts zur Sache. Also, wir haben die Gold Gears, die wir gar nicht brauchen. Ich Idiot. Wir brauchen Iron Gears. Für die Extra. Haben wir das Rezept im Hammer. Gott. Er gibt einfach Hammer ein. Komm, aber Zehntausende. Das ist einfach Sticks schräg und drüber und drunter Dings. Ja. Warte. Ja, ja. So. Kannst du ruhig einen aus Eisen machen. Wir haben das Eisen. Ah, ich habe hier sogar noch Eisen drin. Cool. Ich brauche 3 Gears. Ah, Entschuldigung. Ah, Mann. Heute hat es mich aber richtig erwischt mit dem Husten. So, ich brauche 3 Gears für die Extractor-Module. Dann brauche ich ein Item-Sync, glaube ich, noch. Und... wie heißt denn das andere Ding noch? Oder ist das Item-Sync nur? Ach, ich versuch's einfach mal nur mit Item-Sync. Na los. Werd fertig. Gut. Nee, du musst einen normalen Hammer nehmen. Der Dings geht, glaube ich, nicht. Und beeil dich bitte. Weil wir brauchen das langsam nämlich. Also. Das Ding hier braucht noch Strom. Das werden wir ihm erstmal temporär so liefern. Ach, ich habe hier unten ja schon mit den Hämmern angefangen. Ah, da sind wir ja noch lange nicht hin. So. So. Gut, später muss man natürlich nochmal wieder umbauen, sobald man das im E-System hat. Aber bis wir da hinkommen,
Das dauert leider noch. Also, dann haben wir hier noch die normalen Pipes. Und kann man das Holz Ding? Holz stacken? Hä, wie das Holz? Hochstacken? Also, ja. Du kannst es auch aufstellen, wenn du es möchtest. Oder kann man das direkt mit dem Hammer ja abbauen? Klar. Halt mal. Weg. Ah ja, geht sogar mit dem Dings. Du kriegst Sawdust raus. Das ist gewollt, dass du das rauskriegst. Ne, ich krieg Wood. Dings. Ja, Wood Chips. Das ist zerkleinertes Holz, damit kann man Papier machen. Darum geht's mir nämlich. Weil wir haben noch keine Möglichkeit, jetzt schnell Sugarcanes ranzukriegen. Aber die Folge ist eh zu Ende. Leider. Ja, wir sind bei 15 Minuten wieder. Das heißt, nächstes Mal werden wir uns eine Ranch bauen. Ich habe keine Ahnung, welche die einfachste sein wird. Ich glaube, wir werden einfach so eine nehmen hier. Müssen wir dann nächstes Mal mal gucken. Beziehungsweise übernächstes Mal. Denn nächste Folge werden wir ein bisschen umräumen, den letzten Rest. Und werden dann die Fläche da mal komplett wegreißen und... Ja, mal gucken. Vielleicht machen wir sogar noch die Monsterfalle damit rein. Wir haben jetzt hier ein Builder's Wand. Das geht ja recht schnell. Ja, mal gucken. Vielleicht machen wir direkt noch eine Monsterfarm mit. Ja, hier werden weiter die Chips produziert. Hoffentlich irgendwie in irgendeinem Universum. Bestimmt. Das heißt, übernächstes Mal können wir dann auch endlich die Logistikpipes benutzen. Okay. Gut, aber in dem Sinne, Finger, dass ihr geguckt habt, lasst Kommentar, Bewertung da, etc. Bis dahin, ciao, ciao. Tschüss.